Los. So, willkommen zurück, Box und Shop, Runde, keine Ahnung, 5, 6, 4, 5. Haben wir überhaupt einen Wegpunkt? Ja, ne? Ja. Yep. So, alle fahren Bentley und dann geht's weiter. So, was haben wir denn noch heute an Themen? Grafik-Downgrades finde ich ein geiles Thema, bin ich ganz ehrlich. Ja, vor allem die Gerüchte auch immer darum und wie sich die Leute darüber aufregen. Ja. Vor allem auch dieses ganze Hin und Her und mit, ja, 60 Frames oder 30 Frames kann ich nicht mitleben. Das ist immer von den PC-Spielern so ein Totschlagargument. Ja klar, sieht man das blablabla, 60 Frames, 30 Frames. Ja und? Man sieht es aber auch. Ja. Geniale, man sieht und es, ich weiß, dann, man sieht es, klar. Wenn man halt auch sehr genau aber nur hinguckt, ne? Und vor allem, also wirklich relevant ist es nur in schnellen Spielen, wo die Reaktion viel zählt. Ego-Shooter zum Beispiel. Ja. Ego-Shooter, Super Smash Brothers, ja. Sowas, wo es wirklich ja, Millisekunden geht. Aber wo man es wirklich sieht, so, und jetzt irgendwie beleidigend zu sein, man sieht diesen Unterschied bei PlayStation 4, Xbox One. Könnte man ein bisschen warten, ich hab einen Unfall gehabt. Vorwiegend 30 FPS und die PS4 arbeitet ja mit 60 FPS. Ich muss ganz ehrlich sagen, gut, auch wenn mir geht das auf die Eier, ne? Sinn, ohne ja. Spaß, das ganze Thema, weil ich sag mal, früher hat sich auch kein, auf Deutsch gesagt, kein Sau. Schwanz aufgeregt. kein Schwanz aufgeregt, weil guck mal, früher haben sie so gezockt, wie es ist. Es ist so und fertig. Also mich. Ich meine, klar, ein Spiel soll toll aussehen, aber trotzdem, Hauptsache Gameplay ist wirklich gut. Ne? Früher hat man auch eine Folie auf dem PC gespielt, um gewisse Spiele spielen zu können. Ja, war auch Gameplay gut. Das stimmt nicht ganz, ne? Also, Consumer, das ist Quatsch. Wenn du, also, früher ne? Das Gameplay war sogar noch besser wie heute jetzt, teilweise. Jetzt rede ich von ganz früheren Spielen, nicht nur alte RPGs, sondern auch alte Point-and-Click-Adventures. Ja. Point-and-Click-Adventures, was konnten die? Die konnten nicht durch Grafik überzeugen, die aber konnten auch Gameplay. Nicht durch Epischkeit, die konnten durch Gameplay und vor allem Story und Humor überzeugen. Ja. Die brauchten einen unglaublich geilen Humor, um die Leute überhaupt ranzulocken und was sind rausgekommen? Riesig geil. Sind alle rausgeflogen? Ja, was meint ihr, warum Gronkh so gerne Monkey Island zockt? Monkey Island, Legend of Kyrandia, solche Sachen. Ja. Oder damals hier Secret of Mana, Secret of Evermore. Na gut, das sind keine. Oder überleg doch mal. Auch. Clip Adventures, aber die haben unglaublich geilen Humor und gutes Gameplay. Sehr gutes Gameplay und ich schaue sie mir heute auch noch immer. Ja, oder auch zum Beispiel ja, hier auf dem N64, zum Beispiel Turok. Ja. Turok zum Beispiel, damals auf dem N64 war auch von der Story rein sehr geil und ein sehr geiles Gameplay gehabt. Und das Remake war total nur Müll. Na, heutzutage. Ich fand das auch. Also nochmal zu Thema Downgrade, Grafik-Downgrade zu kommen. Viele PC-Zocker haben sich ja beschwert, bei The Witcher 3 musste ja ein allgemeiner Grafik-Downgrade wegen den Konsolen gemacht werden. Mhm. Ganz ehrlich, sieht man kaum. Ja, oder wie sich die Leute, die weißt du, die haben Entwicklungs-Screenshots gestellt neben fast fertigen Versionen. Screenshots. Haben gesagt, ja, da sind die Texturen besser und da, das wurde ja runtergedreht. Ganz ehrlich, Leute, wenn dadurch das Spiel besser läuft und trotzdem sieht es immer noch genial aus und das kann man nicht anders sagen, das Spiel ist grandios, dann ist das scheißegal. Eben. Weil kein Mensch bleibt stundenlang an einer Stelle stehen und schaut, ach, sind die Texturen jetzt so oder so? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich muss das so auch sagen, also Grafik ist für mich nicht das Wichtigste beim Spiel. Für mich ist das Wichtigste beim Spiel die Story. Das Gameplay. Fesselt mich das Spiel. Fesselt mich das Spiel. Das sage ich ganz ehrlich. Scheiße ich auf die Grafik. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Final Fantasy 7 hat eine Story, wo ich an vielen Stellen heulen muss, wo das Gameplay geil ist, dann spiele ich es auch heute noch. Habe ich kein Problem damit. Wenn ich aber von anderen Leuten höre, von früher, mit denen ich gezockt habe. Wie lange machst du das mit, wenn die das so machen würden? Ich mache das immer mit. Immer. Weil für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass das Gameplay wichtig ist.
Und? Ja, da reden wir aber jetzt schon ganz weit weg voneinander. Der Vergleich, der hinkt wirklich mit beiden Beinen. 8-Bit-Grafik, da reden wir ja ganz weit weg von. Da muss ich jetzt ganz kurz was sagen. Zur 8-Bit-Grafik. Ich habe mir ja für die PS3 damals den HD-Remake von Metal Gear Solid geholt. Ja. Und da waren dann bei unter Metal Gear Solid 3 nochmal die Rubrik Metal Gear und Metal Gear 2. Mhm. Das waren die alten MSX-Teile in 8-Bit-Grafik. Mhm. Und die habe ich gesuchtet. Die habe ich richtig gesuchtet. Weil das der Anfang der Story war. Wie eigentlich diese ganze Story zustande gekommen ist. Mir war die Grafik in dem Moment scheißegal. Ja. Ich wollte die Story wissen. Ja. Es ging mir wirklich nur um das Wissen der Story. Ich habe sie gesucht und würde dieser Teil auf der PS4 nochmal rauskommen, renne ich sofort zu Saturn, Mediamarkt und Co. und hol's mir, weil die Story verdammt geil war. Oder und da scheiße ich auf die Grafik. Ja, wenn ja, das ist mir auch cool. Wieso habt ihr euch denn eine PS4 gekauft? Hättet ihr von der PS3 bleiben können. Ja, weil Gameplay gut ist bei einigen Spielen. Da sind wir wieder am Punkt. Von der PS3 auch. Konsum ist wichtig. Grafik ist wichtig, weil sie die Atmosphäre vom Spiel rüberbringen soll. Ja, aber dann brauche ich. Die Grafik ist auch nur das i-Tüpfelchen oben drauf. Neben allen Spielelementen ist die Grafik das Unwichtigste. Ja, klar kann das eine PlayStation 3 auch und? Aber kriege ich denn, sag ich mal, The Crew auf der PlayStation 3? Nein, also machen wir auf der Vierer. Da geht's um so Sachen wie Storytelling. Ja, andere Spiele ist ja richtig, habe ich alle gespielt und Punkt, fertig. Da hole ich mir eine neue Konsole, weil da bessere Spiele gibt oder beziehungsweise Spiele, die ich auf der Dreier nicht kriege. Also, und da muss ich nicht neue Grafik haben. Ja, also. Und das, was ich ja und das was ist der ich Punkt, ja meinte, weil ist, für mich das Gameplay wichtig ist und halt das Spielerische, wie es so halt gemacht ist. Und dass halt die Konsole PlayStation 3 vielleicht nicht bringt, das ist okay. Da muss ich keinen, was weiß ich, für ein Far Cry-Grafik haben oder Witcher-Grafik haben, muss ich nicht. Nein, auf keinen Fall. Wenn wir da über eines reden, dann muss ich aber eines Und da sagen, sind wir aber wieder, schon... das, aber das, was Consumer meint, da sind wir aber wieder beim Thema von System. Weil das System das nicht bringt. Und das heißt nicht, dass die Grafik das nicht bringt, sondern einfach, dass die komplette Konsole das nicht auf die Kette kriegt. Da sind wir wieder auf einem ganz anderen Thema. Dazu kommt es auch das Thema, was ich ja meinte, ist die alten Spiele. Ich habe kein Problem damit, mir ein altes Spiel einzulegen. Wäre die PlayStation 4 abwärtskompatibel, würde ich bei uns im Dreamland laufen, das ist ein Second-Hand-Spiele-Laden, würde ich fragen, was hast du PlayStation 1 da, was hast du PlayStation 2 da, was hast du PlayStation 3 da? Ja. Bumm. Oh, so ein wenn ich überlege, so ein Driver, so einen alten Driver-Titel, würde ich sofort reinschmeißen. Ich habe mir meine PS1-Spiele habe ich mir aufgehoben, um sie auf der PS3 zu spielen. Ey, das erste, was ich auf der PS3 gespielt habe, wisst ihr was das war? Das war nicht Assassin's Creed. Das erste, was ich auf der PS3 gespielt habe, war Worms World Party. Ja? Ja. Und da hattest du die Möglichkeit, die Grafik noch aufzumöbeln ein bisschen. Ja. Guck doch mal die Grafik heutzutage. Viele auch junge Leute, die jetzt anfangen zu zocken, höre ich auch bei mir. Wir haben auch viele Auszubildende in der Firma. Den habe ich erzählt, hier, wenn du mal was mit richtig geiler Story spielen willst, dann holst du zum Beispiel, es gibt im Store dieses Steel Man, macht Fun, macht Laune. Das hat ja voll die beschissene pixelige Grafik. Ja, ja. Weil die nichts anderes gewohnt sind. Wo ist das Problem? Das ist das Problem. Ganz klar, es ist fürs Auge angenehmer jetzt diese Full-HD-Grafik mit feinen Texturen, glänzenden Farben. Ja. Es ist angenehmer fürs Auge. Ja, für uns es halt. Es ist auch schön anzusehen. Wie gesagt, es kann auch die Atmosphäre ein bisschen besser rüberbringen. Das ist aber auch, weil wir das so sehen, weil wir halt die Grafik von früher halt auch kennen. Und die jetzt anfangen, ist natürlich, die kennen nichts anderes. Deswegen sind sie halt am Jammern. Boah, sieht das scheiß aus. Aber würden die sich mal in uns versetzen, was wir früher gesehen haben, was wir alles kennen an Grafik und Pixel zum Beispiel, die ganzen, wenn ich überlege, Alter, alte Doom oder so. Oh Gott, wie so Kriegsveteranen. Ja, sicher, hören sie an wie so 50-jährige Säcke. Ich brauche nur Atari erwähnen. Oh ja, oh Gott, dieser alte Golf-Simulator. Oh Gott. Ich habe die Atari gehabt und ich muss sagen, hätte ich die Kohle, um mir eine zu holen, weil momentan bei mir im Spieleladen Dreamland
kostet die Atari, die letzte Atari, die rausgekommen ist, 8.000 Euro will der dafür haben. Warum? Was? Es ist, der will 8.000 Euro haben, die ist original verpackt. Sind die momentan so im Wert gestiegen oder was? Die scheinen im Wert so dermaßen gestiegen zu sein, okay. Weil dadurch, dass die ja jetzt letztes Jahr E.T.'s Grab gefunden haben, also wo ja, ja. Atari angeblich... Das war nicht letztes Jahr, das ist schon ein paar Jährchen her. Oder ja. Ein paar Jährchen her. Ist der Anstieg an alten Konsolen gestiegen. Viele, die damals die Atari gezockt haben, sind heute Eltern, also Vater, Mutter. Ich muss mal ganz kurz dazwischen funken. Mein Vater hat noch eine alte Atari zu Hause. Lass wertschätzen, welchen Zustand sie ist, ob Zubehör alles da ist. Funktioniert alles einwandfrei. Alles da. Kannst du sie wertschätzen? 32 also in weiß, einem Spiel ist da sogar eine Kassette noch bei. Boah, ja. Das war damals so geil mit den Kassetten. Ja. Wo diesen Dingsregler immer wenden musstest, da diesen auf der Atari-Box, diesen Change-Regler, wo immer das nächste Spiel ankam. Das war so der Hammer. Und das Schöne ist, die Atari hat echt Holz gehabt. Ja. Die hat echt, das ist wie so ein alter amerikanischer, das ist wie so ein amerikanischer Kombi mit den Holzverkleidungen. Ja. Das ist meine Kindheit. Mein Vater hat damals auf der gespielt. Sieht nicht unbedingt schön aus, aber ist Klassiker. Ja. Ja, es ist ein Klassiker. Und wenn du nicht dran spielst, aber so eine alte Atari macht dich in der Vitrine richtig gut. Oh yeah. Ja. Und mein Vater hat sogar noch einen alten Sega Mega Drive. Nee, nicht Mega Drive, sondern Sega. Wow, wie hieß das nochmal? Saturn? Mit den Kassetten noch. Dieses fette Dingen. Wow. Diese breite Sega fette Saturn. Dingen. Sega Saturn war das. Ja, mit Alex Kidd. Ja. Oh Gott. Oh, da habe ich Sonic früher drauf gesuchtet. Oh, Gottes Willen. Wenn ich das jetzt heute mal 15-Jährigen in die Hand drücke. Spiel mal. Der fragt mich noch, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Ja, weil ja. Das bin ich aber gewohnt von Kind auf. Das habe ich. Ich bin damit aufgewachsen. Ich bin 27. Aber ich würde mich wahrscheinlich auch fragen, ob du dich an der Waffel hast. Ich habe das irgendwo auch gespielt, aber. Nein, ja, ich bin da auch eher nostalgisch. Ich bin da. Das sind für mich. Eben. Erinnerung, wenn ich jetzt, ich habe mir jetzt im Steam Sale, habe ich mir Final Fantasy 7 für PC geholt. Ja. Mhm. Und das spiele ich manchmal. Da guckt mich meine Schwester auch schief an und sagt, echt jetzt? Und sage ich, es ist für mich eine Kindheitserinnerung. Das war eine Erinnerung, genau. Eine der erfolgreichsten und langlebigsten Spieleserien, die es gibt: Tomb Raider. Hallo? Ja. Lara Croft hatte früher Pyramidenmöpse. Oh ja. Aber das Gameplay war gut. Das Gameplay war umfangreich. Du konntest so viel entdecken und machen und es war neu. Banane? Ich hab sie für 99 Cent im Play Store geholt. Ja, das gibt's ja glaube ich auf Steam. Auf Steam die komplette Sammlung hat's vor ein paar. Aber, das war vor ein paar. Aber die Serie, die es jetzt am allerlängsten gibt, das ist Final Fantasy. Hat angefangen. Weiß ich jetzt gar nicht. Kann ich jetzt nicht beantworten. Sega. Sega. Hat angefangen welches Jahr? Bist du sicher? 80 irgendwas. Ich kann das gleich mal nachgoogeln. Gut, da könnte auch Super Mario Brothers ein Klassiker. Oder Sonic. Super Mario ist auch ein Klassiker. Sonic ist nach Super Mario. Aber das kompatibel über die PS4 nicht sein. Nein, nee, leider nicht. Sein. Leider nicht. Finde ich aber gut. Schade. Naja, darum habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe mir jetzt eine PS1 bei eBay ergattert, voll funktionsfähig, für 20 Euro. Und werde jetzt auch noch eine PlayStation 2 mir irgendwie ergattern. PS3 habe ich noch, die habe ich ja nicht weggegeben. Mhm. Weil es noch genug Spiele gibt, die werden auf der Vierer nie rauskommen oder nie so gut machen. Beyond Two Souls zum Beispiel. Geiles Spiel. Ja gut, kommt Simpsons auf die Vierer, Hit ne? and Run. Das zum Beispiel Simpsons Hit and Run. Oder was da ich war, auch... Was ich vorhin gesagt habe, das ist auch mit den Cheats Test wieder. Drive Unlimited 2, oh Gott. Mein Gott. Ich habe kein Problem, eine alte Konsole zu holen.
ich habe jetzt auch vor einem Jahr habe ich mir eine Wii geholt, weil ein paar Wii-Spiele einfach geil sind. Was ich mir jetzt im PlayStation Store holen werde, das ist Shovel Knight. Dieses Spiel mit der 8-Bit-Grafik und 8-Bit-Musik, das so ein bisschen an Mega Man erinnert, das hat nämlich einen unglaublich geilen Humor und total geiles Gameplay. Okay. Und eine saugeniale Musik. Was ich ja sehr traurig finde, Sony hat ja damals von Genkai dieses PlayStation Now promoviert. Ja. Und dieses PlayStation Now sollte ja eigentlich alle PlayStation 1, 2 und 3 Spiele beinhalten für ein monatliches Abo von, was waren das, 50 Euro, 3 Monate. Da konntest du aber diese ganzen Spiele spielen. Ja. Aber jetzt sagen sie, nö, es gibt nur die PS3-Spiele, wo ich dann sage, ey Leute, wollt ihr mich verarschen? Das ist so für mich, da freust du dich drauf, oh, die Play, wie gesagt, Driver. Das war damals geil, also alleine um das Tutorial am Anfang, was du da alles machen musst, das Slalom fahren. Das ist so Erinnerung. Es sind auch Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf YouTube herumsurfe und guck mir so alte Spiele an, wo ich sage, ey, ich würde das so gern spielen. Ja. Gut, heute mit der heutigen Technik hast du ja die Möglichkeit, viele sagen, lade doch einen Emulator fürs Handy runter. Ja, und toll. Sag, das ist aber nicht das Feeling. Das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht dasselbe. Den alten NES-Controller in der Hand halten, dieses Ich will meine Freundin anbrüllen, ey, pass aufs Kabel auf vom Gamepad. Ja. Ins Retro-Gefühl. Ich will eine Memory Card in die PlayStation reinstecken. Ja. Um meinen Spielstand zu speichern. Ich will sagen, geh weg vom Bildschirm. Ich sehe nichts. Ja. Tu die Rübe weg, ich sehe nichts. Das sind so Sachen, die vermisst du heute. PlayStation 4 ist bequem. Du nimmst das Gamepad in die Hand, drückst das Knöpfchen drauf, schon startet das Ding, hast ein Spiel runtergeladen, so, aus dem Store, brauchst du immer aufstehen, die CD zu wechseln. Darf ich eine Sache kurz off-Thema, was mir so eingefallen ist. Unsere Kinder, das wird die erste Generation sein, wo die Eltern wissen, dass man in einem Online-Game nicht pausieren kann. Ja. Das stimmt. Nee. Also was ich definitiv mache, wenn ich Vater bin und mein Kind kommt nicht zum Essen runter, steige ich ins Spiel ein und kill den Noob, damit er freiwillig angeheult kommt. Ja. Und dann noch in den Chat schreiben, haha, weil du nicht zu essen gekommen bist, bist du jetzt tot. Haha. Also, damit das auf alle hören. Da fallen mir wieder die Witze ein. XX Dad XX ist im Spiel eingestiegen. Ja. Es ist so, dann kommt am Essenstisch kommt dann so ein Kommentar, Papa, ja, du bist ein scheiß Camper. Ja. Verstehe ich nicht. Wir sind die, wenn ich werde schief angeguckt von Älteren, wenn ich sage, ich bin 27 und ja, was sind deine Hobbys? So, ich lasse mich gerne abends hin und fahre ein paar Runden rennen. Oder spiele im Online-Spiel, bin ich ein bisschen am Farmen und gucke, dass ich meine Rüstungen zusammen. Videospiele, ich werde schief angeguckt. Das ist doch Kindersache. Ja, ist gut, aber nicht mehr, da muss ich dir widersprechen, aber nicht mehr so sehr wie nicht früher. Mehr so. Es ist nicht mehr so sehr. Also, Videogames sind mittlerweile schon sehr etabliert, weil mittlerweile jede. Genau, gesellschaftlich akzeptiert, weil sehr, sehr viele. Vor 3-4 Jahren war das aber noch so. Ja, vor 30 Jahren, aber. Mittlerweile aber mittlerweile ist es so etabliert, dass jeder oder so gut es geht fast jeder mal ein Videospiel in der Hand hatte. Meine Mutter spielt, ob das ein Banker ist, ob das ein Banker ist, ob das eine Putzfrau ist, etc. pp. Das liegt aber auch daran, wie du schon sagtest, auch, dass es halt auch diese ganzen Handyspiele gibt, weil auf dem Handy die Spiele auch so mittlerweile so gut sind und so einfach auch zu bedienen sind und so schnell jemanden ins Spiel bringen und so Laune machen. Das sind ja gut. Wisst ihr, was mich auf dem Handy echt aufregt? Diese Puzzle-Spiele, ohne Scheiß. Moment. Damit kann ich am Handy überhaupt nichts anfangen. Daniel, meine Oma ist 75 Jahre alt, hat sich aus Langeweile einen Computer gekauft und spielt mein Little Farm. Und hat im Call of Duty Prestige 10. Spielt mein Little Farm. Wow. Ja. Und hat sich, ihr werdet es kaum glauben, sich den Farming Simulator 15 vom PC geholt. Jawohl. Nein. Ja,
Die hat sich ein Tablet geholt. Mit Tuning-Objekten. Und spielt am Tablet, wenn sie zu ihrem Bekannten weißt fährt du? In der S-Bahn, spielt sie am Tablet Puzzlespiele wie Candy Crush. Und das ist meine weißt Oma. Die braucht dann kein Tutorial in Farming Simulator. Die steigt in den Trecker ein, so, und jetzt erstmal das Feld grubbern. Jawohl, erstmal schön. Erstmal grubbern, dann erstmal grubbern, dann genau. Ja? Jawohl. Das ist, jedes Alter ist jetzt betroffen vom Videospielen. Ja, ist doch so. Ja. Und sei es solitär am PC im Büro. Es wird nicht mehr so bedrohlich wie früher auch behandelt, das Ganze. Ne? Das ist einfach so, weil früher auch, ich meine, klar, die Sucht ist da. Es gibt natürlich viele, die sehr, sehr süchtig sind nach Videospielen. Das ist klar, das ist auch bestätigt und alles, dass halt viele nicht von wegkommen. Das liegt aber auch meistens an den ganzen Online-Spielen. Also die jetzt hier so Rollenspiele etc. Genau. Beispielsweise, ich finde zum Beispiel League of Legends, finde ich ein sehr gutes Spiel, sehr durchdacht. Auch einen schönen Grafikstil und so. Aber was ich in League of Legends überhaupt nicht mag und wo auch dieses Suchtpotenzial da drin ist, das droht dir sozusagen eine Strafe an, wenn du aus einem laufenden Spiel rausgehst. Das heißt, du wirst praktisch gezwungen, wenn dir kein Nachteil entstehen soll, dass du das Spiel fertig spielst. Und das kann dann auch gut und gerne mal eineinhalb, im Pro-Game sogar 2-3 Stunden dauern. Ich sehe das beim Arbeitskollegen, der hat jetzt seine dritte Abmahnung bekommen wegen unentschuldigtes Fehlen. Unsere Firma Skolant, die händigt bis zu 6 Abmahnungen bis zur Kündigung aus. Der ist WoW-süchtig. Bei denen hat man gemerkt, das neue Add-on für WoW ist rausgekommen. Der hat Mists of Pandaria oder Wochen, das danach? Das danach jetzt, das ist das aktuelle. Okay. Der hat 6 Wochen gefehlt, weil er das gesuchtet hat. Wo ich mich frage, ich spiele auch gerne Videospiele. Ja. Es kann auch mal sein, wenn ich am Wochenende, wenn wir nichts Großartiges vorhaben, auch mal 12 Stunden an der Konsole sitze. Aber ich habe bis dahin meinen Haushalt erledigt. Ich habe meine Katze versorgt. Ja, gut, meine Freundin ist auch so eine kleine Zockerin, die setzt sich auch hin und suchtet was. Aber du zockst ja nicht nur allein in deinem Kästchen. Ich meine, was machen wir hier gerade, ja? Ja, das ist das. Das ist das, was das ausmacht, das gemütliche Unterhalten. Bewusst, dass es noch eine Welt da draußen auch gibt. Ja. Aber was vielleicht viele nicht verstehen werden, ist, wir sind auch außer uns drei, die eigentlich immer die Streams und das machen, es sind noch ein paar andere da, mit denen wir regelmäßig zocken. Wir sind wie so eine kleine Familie geworden. Ja. Wir sind Freunde, die sich alles anvertrauen, die mit ihren Problemen und Sorgen reden und sich aber auch treffen mal. Ja, aber auch von Gesicht zu Gesicht, und auch nicht nur vor der Konsole, sondern auch was tun, Leute, und auch mal rausgehen, weil es ist einfach so, man geht halt auch mal raus. Ne? Stellt euch das vor, an einem Tag war ich bei 2 Leuten. Erst war ich bei René und habe mit Flexi geskypt. 3 Stunden danach war ich bei Flexi und habe mit René geskypt. Und das Tag erste, später war man im ganzen Bundesland unterwegs. Genau, im ganz Deutschland. Wir haben 5 Bundesländer gemacht. Aber ganz ehrlich, das erste, was ich zu Flexi gesagt habe, als ich ihn getroffen habe in Real Life, war, ich habe mich dir kleiner vorgestellt. Ich muss dazu auch sagen, meine Freundin, mit der ich jetzt 5 Jahren zusammen bin und noch länger zusammen sein werde, habe ich über einen Bekannten kennengelernt, den ich über Videospiele kennengelernt habe. Über ein Free-to-Play-Game von einer Computerbild. Ja, wenn das mal nur bei mir klappt. Ja, aber man sagt immer, Online-Games, das sind keine echten Freunde und das Ganze, wo ich nur sage, Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke. Fick dich, du hast keine Ahnung davon. Ja. Um das mal jetzt hier, das ist vielleicht ein bisschen persönlich, aber um das hier mal klarzustellen. Hier, das große Dickerchen neben mir, oder das hier gerade so munter reden gehabt wird, das ist mein Bruder. Ja? Daniel und ich, wir sind, bleib mal kurz stehen, oder fahrt langsam. Wir kennen uns jetzt schon über ein Jahr, spielen wir regelmäßig miteinander.
Er war schon mehrmals bei mir zu Besuch. Am Anfang hat er mich nicht gemocht, am Anfang hat er mich stumm gestellt und wollte nicht. Ja, weil du so übertrieben laut warst. Und sobald du den Mund aufgemacht hast, hast du über Pokémon gelabert. Nein, nicht über Pokémon, das war ein anderes und Game. Und über andere Indie-Spiele. Das ist heute, Game, wir schreiben Pokémon regelmäßig so WhatsApp, wir treffen uns. Jetzt, ja. Letztes Juli-Wochenende kommt er wieder zu Besuch und letztes August-Wochenende habe ich die ganze Mannschaft eingeladen. Ja, da sind wir dann alle da, machen dann richtig fett Fahrparty, machen dann LPLS on Tour, Folge 5. Party. Da wird jawohl, jawohl, da wird, wow, danke schön, ciao. Sorry, zu sehr Windschatten. Ich gehe im Wald ein bisschen Pilze sammeln. Nein, das ist, aber um mal kurz drauf zurückzukommen, es ist wirklich so, dass auch viele meinen, wenn man so online zockt, so, mein Gott, du hast doch keine Freunde und so. Klar, ich sag mal, natürlich kann man Freunde auch in Real Life haben, ich sag mal in Anführungsstrichen, klar, sicher, man hat Freunde in Real Life, in Anführungsstrichen, hat man. So, aber wenn ich jetzt, sag mal, ich bin ein Spieler jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt aber, komme jetzt sehr schlecht mit Leuten klar, die ich sehe. Es gibt ja, wie gesagt, Leute, die Persönlichkeitsprobleme damit haben, so zu reden. So, dann quatsche ich halt mit den Leuten, aber es sind trotzdem Personen. Es ist nicht irgendwie einer mit einem Computer, den ich rede, sondern es ist einfach wirklich auch, richtige Menschen. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass man Leute, die man über Spielen kennenlernt, dass man die viel besser kennenlernt. Ja, ich auch viel mehr vertraut, finde ich. Persönlich. Das kommt erstens dadurch, dass man schon mal ein gemeinsames Interesse hat, sonst würde man ja nicht zusammen zocken. Ja. Aber man lernt sich viel, viel, viel besser und intensiver kennen. Das ist unglaublich. Sorry! Abkürzung! Und genau das meinen wir eigentlich, dass man so gemütlich lachen kann und alles. Was ich aber noch zu den Grafiksachen sagen würde, gut, eigentlich ist es mir Wumms. Aber mal ganz ehrlich, das fand ich schon, da habe ich mich aufgeregt. Das fand ich enorm dreist von Microsoft, dass sie Entwicklern Geld geboten haben, damit sie die Grafik der PS4-Version runterschrauben, um sie auf Xbox-Level zu bringen, damit sie da keinen Nachteil haben. Ja gut, aber das fand ich kackendreist. Ich finde es nun leider sehr, sehr schade, dass halt viele sich aufregen. Ja, so, keine 60 Frames, warum habe ich hier nur 30 Frames? Warum? Das interessiert keinen Schwanz. Du siehst es als Otto-Normalverbraucher doch gar nicht. Und außer schon, es gibt Vergleiche, wirklich, aber es ist ganz ehrlich, wenn du dann mal eine Stunde spielst, das stört dich auch nicht mehr. Sorry. Nein, es stört keinen Schwanz. Ne? Ob ich jetzt 30 Bilder habe oder 60 Bilder habe. Ne? Du musst dann übrigens danach zensieren und über jedes Schwanz ein Piep legen. Ja. Piep. Mein Gott, wir sind in Deutschland. Das interessiert keinen. Piep, 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 piep. Hallo, wo seid ihr? Machst einfach mal zum Spaß. Seid ihr im Flugzeugfriedhof schon vorbei oder was? Ich bin drin. Könnt ihr mal kurz auf mich warten? Machen wir da mal vielleicht mal eine klitzekleine Pause oder so? Jo, dann komme ich nochmal zurück. Aber was ich noch ganz kurz zum Online-Gaming und Freunde das sagen will, man sollte sich schon, obwohl man die Leute nicht direkt Angesicht zu Angesicht sieht, ein gewisses Maß an Respekt gegenüberbringen, wenn man sie noch nicht lang genug kennt und diese Person nicht einschätzen kann. Eben. Man sollte auch immer Wert auf Fairplay legen. Bestes Beispiel ist The Crew. Wenn du da PvP-Rennen fährst, du kannst mit mehreren Leuten sehr viel Spaß haben beim Fahren. Ja. Aber da gibt es wieder solche, die können einfach nicht verlieren. Das und stimmt. Die andere dann raushauen dann oder sonst was. Andere raushauen, die sind halt nicht fair einem gegenüber. Ja. Und Leute, die ihr das seht, bitte seid fair in Online-Spielen. Ja, es ist eine große Community. Gegner, der spielt es auch, nur um Spaß zu haben. Genau. Und man kann immer mit den Leuten reden. Sie beißen nicht. Wir sind auch nur Menschen. Und das ist ein wunderbares Schlusswort für diese Folge, finde ich. Und damit verabschieden wir uns, ne, Jungs? Würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ne? Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Außerdem, bis zum nächsten Mal. Das Gelaber geht weiter.